So, und heute stelle ich euch mal was anderes vor, und zwar ein Restaurant, Kaffee, ein Tante-Emma-Laden und gleichzeitig auch eine Drei-Schlafzimmer-Wohnung, ja? Mit einem Grundstück von ca. 2000 Quadratmeter, einem riesen Parkplatz, ja, direkt an der Nationalstraße, somit einer hervorragenden Geschäftslage und mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 220.000 Euro, abgesehen von der eventuellen Miete. So, lasst uns gleich mal reingehen. Hier ist der Tante-Emma-Laden. Der Tante-Emma-Laden ist also gegründet oder geöffnet worden während Covid. Ja, als das Restaurant nur Takeaway gemacht hat, haben die Rundum-Einwohner so ein bisschen ein kleineres Geschäft gebraucht, wo sie ihre täglichen Einkäufe erledigen konnten. Und somit ist die Idee gekommen, das Café, das bestehende Café und Bar, auch in so einen Tante-Emma-Laden umzuwandeln, wie ihr hier sehen könnt. Das Café mit der Bar da hinten, ja, und dieser Tante-Emma-Laden ist alles ein bisschen, naja, einfach gehalten, aber doch sehr effizient. Es kommen also sehr viele Leute ins Geschäft, um das zu holen, was sie so auf dem täglichen Leben brauchen, speziell ältere Leute und die anderen halt, weil sie halt irgendwas vergessen haben, die Milch, die Butter, eine Flasche Wein oder sonst irgendwas. Also wie ihr seht, ist doch relativ gut ausgerüstet und funktioniert auch recht gut. Hier in diesem Bereich haben wir wegen dem Kaffee, Bar auch WCs für Damen und Herren, ja, und sie verkaufen auch hier Brot. Da kommen also tagsüber ständig Leute rein für Brot zu kaufen. Ja? Also, das gehört mit in dieses Geschäft rein, dieser Tante-Emma-Laden und dieses Café, ja, mit dem gleichzeitigen Brotverkauf. Ja? So, die WCs für diese Räumlichkeit sind da hinten in der Ecke. Ihr seht vielleicht die Tür ganz hinten da, leicht links. Links gehst zum Restaurant und da hinten ist auch die WC-Tür. So, hier ist nochmal die Bar. Ja? Mit einer Durchreiche zum Restaurant, wie ihr hier seht, ja, wenn irgendwelche Getränke, die im Restaurant nicht verfügbar sind, hier serviert werden können, ja. So, und jetzt lasst uns mal bitte ins Restaurant reingehen. Gleich rechts, wenn wir reinkommen, haben wir einen Kamin, ja. Der Kamin bläst also heiße Luft aus. Das haben die Gäste im Winter ganz gerne, dieses Fackeln von dem Feuer, ja. Funktioniert auch sehr gut, zieht auch hervorragend. Ja, und hier rechts haben wir die WCs vom Restaurant, auch Damen- und Herren-WC. Das Restaurant hat knapp 100 Sitzplätze, ja, hat aber auch diesen riesen Außenbereich, wo man eventuell noch das Restaurant nach außen ausweiten könnte. Draußen im Moment ist ja nur diese kleine Sitzecke, ja, für das Kaffee, aber man hat Platz genug, das ist ja alles privat, ja, diese 2000 Quadratmeter tatsächlich, um nach außen auszuweiten, ja. Gucken wir das Restaurant mal von der anderen Seite aus an. So, hier ist es. Also es ist großzügig gestaltet. Wie ihr seht, stehen die Tische nicht unbedingt eins neben anderen. Das Restaurant hat auf, montags ist Ruhetag und hat auf von dienstags bis sonntags, allerdings unter der Woche, das heißt montags bis donnerstags nur zur Mittagszeit. Freitags, samstags dann auch zum Abendessen, Mittag und Abend und sonntags wieder nur zur Mittagszeit. Die aktuellen Besitzer sind auch überfordert, haben schon genug Geschäft. Also wie gesagt, sie machen 220.000 Umsatz im Jahr ohne die Wohnung oben drüber, ja. Und somit reicht ihnen das auch. Ja, das Restaurant besteht seit knapp 20 Jahren. Hier sehen wir die Küche. Hier sind Räume, die ich jetzt nicht gefilmt habe, die benutzen sie jetzt im Moment als Büros. Das sind sowieso enorm viele Räumlichkeiten, in die ich nicht reingegangen bin. Die kann man dann beim persönlichen Besuch entdecken. Alles, was ihr seht, die gesamte Einrichtung bleibt auch so, ist im Preis mit inbegriffen. Ja, das ist so ein kleines Lager. Da sehen wir die Küche nochmal. Wie ihr seht, recht gut eingerichtet. Ist alles da, was man braucht. So, dann schauen wir uns mal das erste, nennen wir mal Lager, nennen wir es mal Lager, ne? Es ist eigentlich kein richtiges Lager, ja.
So, hier ist es mit zusätzlichen Tiefkühltruhen und zusätzlicher Möglichkeit, das Geschirr zu waschen, ja, wenn es also ganz wild werden sollte. Und hier gehen wir gleich in den zweiten Raum und hier haben wir was typisch portugiesisch, ein Holzgrill, ja, mit einer industriellen Absaugung, ja. Diesen Holzgrill sieht man nicht überall, weil er spezielle Einrichtungen haben muss, also speziell lizenziert werden muss. Ja, dieser hier ist voll lizenziert. Und ihr seht, das funktioniert mit Holzkohle, also richtig auf die portugiesische Art und Weise. Ja. So, in diesem Raum haben wir dann noch mal alles Mögliche zum Abstellen und so weiter. Und von diesem Raum geht auch eine Tür raus in den hinteren Bereich des Restaurants, wo nochmal Lager drin sind für die Lebensmittel und so weiter. So, hier haben wir das Restaurant nochmal von oben. Das war euer Toni aus Portugal. Wie gesagt, vergesst nicht, die Drei-Zimmer-Wohnung konnte ich allerdings nicht filmen, weil die im Moment besetzt ist. So, das war's für heute. Für jegliche Fragen, nehmt mit mir Kontakt auf, entweder über diesen Kanal oder über unsere Webseite. Euer Toni aus Portugal. Ciao, ciao.